Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat in der 15. Runde der österreichischen Bundesliga am Ende ein 1:1 hier in Wien-Hütteldorf geholt. Man muss sagen, wenn man die kompletten 90 Minuten plus ein paar zerquetschte hernimmt, ja, war es eine insgesamt doch recht ausgeglichene Partie. Sturm in den ersten 10 bis 20 Minuten die bessere Mannschaft. Man hatte gleich ein, zwei gar nicht mal so ungefährliche Aktionen. Zum einen ein Kopfball von Aflonitis, zum anderen eine gute Möglichkeit von Barley, die allerdings nicht den gewünschten Effekt fanden und eben ja nicht die Führung bescherten. Nach einer knappen halben Stunde, wo Rapid bis dahin nicht auffällig geworden war in der Offensive, dann aber das 0:1. Eckball für die Hütteldorfer, der erste Kopfball von einem Rapidler, weiter auf den zweiten, das ist Christopher Dibon und der mit dem Kopf zum 1:0 für die Grünen, das eben die zu diesem Zeitpunkt doch etwas überraschende Führung, würde ich sagen, für Rapid. Sturm danach doch ein bisschen angeknackst. Also man hat schon gemerkt, man hat das 0:1 nicht so leicht verdaut. Und ja, bis zur Halbzeit gab es dann auch nichts Nennenswertes mehr von den Grazern, außer ein Desmoto-Freistoß, der allerdings in die Mauer ging, wo ein bisschen über Handspiel spekuliert wurde. Der Schiedsrichter hat es nicht gepfiffen. Ich persönlich habe es ja schlecht sehen können. Also kann man jetzt drüber diskutieren, aber möglicherweise eine kleine Benachteiligung für unseren SK Sturm. Im zweiten Durchgang eigentlich auch am Anfang das Ganze so hin und her. Zunächst Rapid, für mich persönlich die bessere Mannschaft. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hier eine Möglichkeit, da eine Möglichkeit von beiden Seiten, dies, das. Und im Grunde gab es jetzt keine Mannschaft, die so wirklich das Heft des Handelns so richtig in die Hand nahm. Dann aber so ein bisschen aus dem Nichts, muss man auch zugeben, der Ausgleich für unsere Blackies von der halbrechten Seite. Despotov mit einer Flanke und dann ist es Husbeck, der am langen Pfosten richtig steht und eben zum 1:1 Ausgleichstreffer für unsere Schwarz-Weißen dann einnetzt. Also zu diesem Zeitpunkt war nicht viel in der Offensive bei unseren Schwarz-Weißen gegangen und ja, das Ausgleichstor kam eigentlich doch ein bisschen überraschend, muss man zugeben. Danach das Spiel ziemlich verflacht, beide Teams nicht so wirklich mehr mit dem absolut letzten Risiko in der Offensive, das hat man schon klar gemerkt. Also Rapid hat sich nicht mehr so hundertprozentig getraut und auch unsere Blackies wollten den Punkt unbedingt mitnehmen. So endete das Ganze eigentlich relativ, ja, harmonisch, muss man fast schon sagen, mit einem 1:1. Unsere Jungs, okay, nicht Fisch und nicht Fleisch, wie schon die ganze Saison über. Also mit dem Punkt kann man leben, aber eigentlich punktemäßig, wenn man sieht, wie die Konkurrenz gespielt hat, schon wieder fast ein bisschen zu wenig. Also, ihr schreibt mir am besten einfach in die Kommentare, was ihr zur heutigen Partie sagt. Und ja, wir sehen uns dann einfach am besten beim nächsten Mal hier bei den Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.